Hallo, ich habe eine Frage an Sie. Nutzen Sie oft Twitter? Wenn ja, dann werden Sie wahrscheinlich ein externes Programm besitzen, wie zum Beispiel TweetDeck, mit dem Sie Ihre Nachrichten dann in Twitter veröffentlichen können. Oder Sie haben ein Plugin für den Firefox, mit dem Sie dann dasselbige tun können. Wir werden uns heute mal die Plugin-Seite anschauen für den Firefox und speziell ein Add-on ganz genau anschauen. Und zwar nennt sich das Teil Echophone. Und die Voraussetzung für die Nutzung von Echophone ist natürlich ein Twitter-Account. Und wie das geht, wie man den registrieren kann, haben wir auch in einem Video gezeigt. Einfach mal hier in unserer Suchleiste bei der internen Suche Twitter eingeben, dann dürfte das hier in einer der Videos kommen. Twitter erste Schritte heißt das Ding. Da wird gezeigt, wie Sie sich auf Twitter registrieren können. Wie gesagt, wir brauchen einen Twitter-Account, folgedessen brauchen wir auch eine Profilseite und Ihre Profilseite müsste dann ungefähr so aussehen. Ob die jetzt geschützt sind oder nicht, spielt keine Rolle, weil der Enduser das dann praktisch per Anfrage sowieso bei dem entsprechenden User anfragen muss, ob der die sehen darf oder nicht. Aber es geht uns hauptsächlich um unsere Follower, beziehungsweise um diejenigen, die wir followen, also die Followings, die wir dann praktisch anschauen und kommentieren können. Wir gehen auf Extras. Add-ons. Da gehen wir dann auf Add-ons herunterladen, suchen hier nach Echophone, hieß früher mal anders, dann haben die sich zu Echophone umbenannt. So sieht das Ganze dann ungefähr aus. Wir gehen auf zu Firefox hinzufügen, akzeptieren und installieren. Dann gehen wir auf jetzt installieren, Countdown abwarten. Dann werden wir unseren Firefox neu starten müssen. Neu starten. Und dann sind wir auch soweit für die Installation fertig. Wir haben jetzt hier unser Echophone. Wir können hier auf Einstellungen klicken. Dann kommen wir in unser Einstellungsfenster. Jetzt haben wir folgende Möglichkeiten. Wir müssen zuerst mal ein Konto hinzufügen. Dann können wir unter anderem auch andere Punkte bearbeiten. Als allererstes machen wir mal Konto hinzufügen, Kontoinformationen eintragen. Benutzername wäre bei uns @DiscoVideo. Natürlich bei Ihnen Ihre Daten eingeben. So muss das Ganze dann am Schluss aussehen und als Passwort natürlich Ihr entsprechendes Twitter-Passwort. Wir gehen auf OK. Und dann sollte das ganze Teil auch funktionieren. Jetzt haben wir hier folgende Möglichkeiten. Wir können unser Konto bearbeiten. Geht ganz einfach, indem wir das Konto markieren und dann hier auf Konto bearbeiten klicken. Dann können wir hier unsere Kontaktdaten bzw. unsere Kontodaten nochmal ändern. Wir können das Ganze mit dem iPhone synchronisieren, sofern Sie ein iPhone besitzen. Wir können das Konto entfernen. Dann haben wir ein paar Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel das Theme, also wie Echophone aussehen soll. Dann können Sie die Schriftgröße festlegen, hier in dem Fall 11. Tweets holen, das heißt, wie oft sich das Ding aktualisiert. Und 5 Minuten finde ich da ein bisschen viel. Ich klicke hier auf jede Minute, damit ich immer aktuell bleibe. Pop-up-Intervall, was heißt das? Wenn wir einen Tweet bekommen, dann poppt rechts unten ein Pop-up, muss man eigentlich schon was sagen, von Echophone auf. Und das bleibt dann 3 Sekunden. Wenn es jetzt ein bisschen längerer Text ist, also die 140 Zeichen voll ausgeschöpft sind, dann sind 3 Sekunden schon ein bisschen knapp. Deswegen sage ich hier einfach 10 Sekunden und dann bin ich mir sicher, dass ich auch wirklich alles lesen kann. Fenster öffnen, schließen und URL eintragen. Die zwei sind interessant und uninteressant. Uninteressant finde ich zum Beispiel den ersten, Fenster öffnen, schließen, weil man das ganz einfach über den Mausklick machen kann. Und URL eintragen, gut, wer es braucht. Ich mache es über die Steuerung V-Tastenkombination, aber je nachdem, wer was will. Pop-up-Benachrichtigung ist eingeschaltet, das heißt, der Balloon-Tipp, der Benachrichtigungssound kann eingestellt werden. Das heißt, Sie können einen Sound auf Ihrem PC einstellen, der abgespielt werden wird oder soll, wenn wir Tweets bekommen. Nutze SSL für alle Anfragen, also eine sichere Leitung und Push-Mitteilung. Für die iPhones ist das dann wieder interessant. Und so weiter. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Wir gehen hier mal auf OK. Schließen das Ganze und jetzt sehen wir hier rechts unten einen. Das werden Sie jetzt eventuell nicht sehen. Unten sehen wir 56 Tweets erhalten. 56/56. Vielleicht sieht man das, vielleicht nicht. Ich hoffe mal, dass man sieht. Auf jeden Fall, das ist Echophone. Wenn wir es mal aufmachen, mit einem Klick auf diesen blauen Button, dann öffnet sich das hier.
Das ist jetzt Echophon und so können wir auch Nachrichten jetzt schreiben. Wir haben hier unten Friends, das sind praktisch diejenigen, die wir followen. Mentions, das sind unsere Private Messages. Und Messages, das sind die, die wir praktisch bekommen. Mentions kann man vielleicht auch so verstehen, wo @atiskvideo draufsteht. In unserem Fall, also wenn zum Beispiel Dennis Page an uns etwas schreibt, an wie zum Beispiel @atiskvideo, meinetwegen Hallo, dann wird das hier unter die Mentions reinkommen. Und wenn wir private Nachrichten an jemanden schreiben, also das D davor schreiben, dann wird das unter Messages rausgehen, beziehungsweise eingehen. Gut, sonst gibt es eigentlich keine große Redebedürfnis bei Echophon, ist ein ganz interessantes Teil. Jetzt kommen wir noch zum Theme. Wir haben hier momentan Windows Vista Windows 7 Theme. Das sieht man daran, dass es einfach diesen Style hat, den wir gerade als Visual Style auf unserem Windows installiert haben. Wenn wir jetzt hier mal Rechtsklick machen auf dieses blaue Icon und dann hier auf Einstellungen drauf gehen, das werden Sie jetzt vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Hier steht Einstellungen, da klicken Sie drauf. Dann kommen wir im Prinzip aufs gleiche Einstellungsfenster wie vorhin unter Add-ons. Und jetzt können wir hier bei Theme die Einstellungen ändern. Ich persönlich mag Black. Wie gesagt, ist Einstellungs- oder Ansichtssache. Deswegen ändere ich das, gehe auf OK und jetzt ändert sich das Teil in Black. Muss ein bisschen ausprobieren, sieht ganz interessant aus. Je nachdem, wer was will. Und Sie sehen auch, es gibt einen farblichen Unterschied für diejenigen oder für die Tweets, die man gelesen hat. Vielleicht fange ich so an. Die sind so grau hinterlegt im Theme Black und die neuen dazukommen sind komplett schwarz hinterlegt. Wie gesagt, ist ein ganz nettes Plugin. Es gibt auch noch anderes Plugin, beziehungsweise mehrere Plugins für Firefox. Aber Echophon, finde ich, ist am interessantesten. Vielleicht noch eine Meldung bezüglich der einzelnen Tabs hier unten. Wenn man einmal hier draufklickt oder zweimal draufklickt, dann verschwinden diese Anzahl von Zahlen und ich habe dann praktisch keine oder alle Tweets als gelesen markiert. Gut, soll es noch Fragen geben? Die Wege sind bekannt über E-Mail, über Forum oder natürlich über YouTube. Forum, der Link ist hier unten zu finden unter adiskvideo-forum. Das war's. Wie gesagt, bei Fragen einfach anschreiben. Gut. Thank you.